Bigger, bigger. Kapitel 38. Ein kleines Special. Hey! Ruft Luna und reißt mich damit um 1 Uhr nachts. Wohlgemerkt, aus meinem wohlverdienten Schlaf. Hey! Ruft sie wieder, diesmal lauter. Was denn? Brülle ich und werfe mein Kissen nach ihr, damit sie endlich Ruhe gibt. Ein fataler Fehler, denn jetzt habe ich nämlich nichts mehr, was ich nach ihr werfen könnte. Stell dir vor, heute, vor genau 7 Monaten, bin ich bei dir eingezogen. Erwidert mein blaues Alicorn grinsend. Was? 7 Monate ist das schon her? Unglaublich. Nicht wahr? Ist das nicht der volle Wahnsinn? Nein, ist es nicht. Seit 7 Monaten quälst du mich jetzt schon. Wann ziehst du endlich aus, du grenzdebile Nervensäge? Luna sieht mich entsetzt an und ihre Augen weiten sich gekränkt. Aber ich dachte, du magst mich, stammelt sie, während ihre Unterlippe zu zittern beginnt. Großer Gott, wie kommst du denn darauf? Ich dachte, nach all dem, was wir miteinander durchgemacht haben. Du meinst, nach all dem, was ich dank dir durchmachen musste? Sieh mich an! Ich bin pleite, völlig verkatert, leide unter heftigem Schlafmangel und das Allerschlimmste ist, ich bin Student! Luna starrt mich immer noch an, als hätte ich ihr eben eigenhändig das Herz rausgerissen. Nach all der langen Zeit hasst du mich immer noch? Nein! Ich hasse dich sogar noch mehr! Plötzlich landet das Kissen, das ich nach ihr geworfen habe, direkt in meinem Gesicht. Offenbar ist meine gekränkte Mitbewohnerin wesentlich zielgenauer als ich. Du Mistkerl! Brüllt sie und springt vom Bett herab, wobei sie beinahe auf Chrysalis tritt, die neben dem Bett auf ein paar Decken schläft. Ich dachte, du magst mich! Ich dachte, wir wären Freunde! Teufel, nein! Ich hasse dich, du blaue Beulenpest! Du verlogener Dreckskerl! Du hirnverbrannte Schnorrerin! Du hinterfotziger Arschgaul! Du selbstverliebte Pissnelke! Und während wir uns gegenseitig Beleidigungen zubrüllen, stackst Chrysalis an uns vorbei und verlässt gehend das Zimmer. Vermutlich, um sich einen gemütlicheren Schlafplatz zu suchen. Oder weil sie Hunger bekommen hat und sich an unserem Zimmernachbarn schadlos halten will. Keine Ahnung. Mittlerweile ist Luna wieder an der Reihe und funkelt mich immer zorniger an. Ich dachte, dass ich dir etwas bedeute, du selbstsüchtige Rattenfresse! Und ich dachte, dass ich dich irgendwann wieder loswerde, du dauerverpeilte Hammelhälfte! Weißt du was? Wenn ich dir so unglaublich auf die Nerven falle, dann verschwinde ich eben wieder aus deinem Leben! Du, was auch immer! Schreit Luna und knallt die Tür hinter sich zu. Ich sehe ihr nach, wie sie trotzig in die Nacht herausgaloppiert. Mein wütendes, blaues Alicorn. Und während ich Luna nachsehe, rinnt eine Träne meine Wange herab. Ich will nicht, dass sie geht. Ich sehe vom Laptop auf und schaue zu Luna herüber, die neben mir liegt und sich den Text kritisch durchliest. Und? Was sagst du? Ich finde es klasse. Das bringt richtig Pep in die Story, wenn wir uns zerstreiten. Findet ihr nicht, dass es irgendwie falsch ist, den Lesern so eine aalglatte Lüge aufzutischen? Fragt Chrysalis vom Sofa aus. Ich meine, ihr habt euch nie wirklich gestritten. Klar, ihr beleidigt euch ständig. Aber... Ach komm, die Geschichte läuft seit 7 Monaten. Ich finde, wir brauchen einen richtigen Knaller. Und wir können ja schlecht eine total versaute Klopfszene einbauen. Also müssen wir uns eben zerstreiten und wieder versöhnen. Chrysalis widmet sich wieder der Vorbereitung ihrer Klausuren und ignoriert uns weiter. Ich fand das mit der Klopfszene immer noch eine bessere Idee. Teufel, nein! Du gönnst mir auch keinen Spaß! Ich gönne dir keinen Spaß? Zum Teufel! Ich bin es doch, der sich von dir auf jede Party mitschleifen lässt, wo ich doch eigentlich genug zu lernen habe. Lügen! Alles Lügen! Du bist mit mir schon seit Wochen auf keine Party mehr gegangen! Und was war das gestern? Das zählt nicht! Das war eine Studentenparty und das weißt du auch! Du nymphomanische Lasagne-Zutat, du! Du herzloser Rassistenarsch! Ich habe dir doch gesagt, dass ich den Kerl im Bus nicht deswegen einen Schwarzfahrer genannt habe. Völlig egal, du hast seine Gefühle verletzt. Aber er ist doch schwarz gefahren, du dämliche Alkoholschwalbe. Du faschistischer Vorgartenzwerg. Du hirnamputierter Eselhintern. Wir werfen uns so lange Beleidigungen zu, bis Chrysalis uns schließlich mit einem kräftigen Huftritt beide aus dem Zimmer befördert. Wir streiten uns ungefähr bis 6 Uhr nachts. Dann versuchen wir, wieder ins Zimmer zu gelangen.
aber leider hat Chrysalis abgeschlossen und den Schlüssel geschluckt. Das war bestimmt keine Absicht von ihr. Und spätestens, wenn sie merkt, dass wir immer noch draußen sind, wird sie die Tür aufmachen. Ganz bestimmt. Und während ich eng an Luna gekuschelt vor der Tür kampiere, denke ich mir, wie froh ich doch bin, dass dieses blaue Alicorn bei mir ist. Auch wenn es nicht immer leicht war, waren diese 7 Monate wohl die schönsten meines Lebens. Und es werden noch viele weitere folgen. So viel ist sicher.